Moin! Oh, was ist denn hier los? Genau, alles eingestellt. Machen wir gleich in der Pause. Warum ist denn da jetzt so ein kleiner Blitzer? Ja, ich sag mal erstmal Moin, ich mach das mal on the fly irgendwie hier weg. Muss ja nicht jeder meine Heizung sehen. Ja, es ist Saison 8, Liga 2 und schon das sechste Rennen der GTRSM für diese Saison. Heute geht's nach Tokio. Also eigentlich, moin Sattler, eigentlich wäre heute die richtige Ansprache Konbanwa gewesen. Aber naja, den habe ich jetzt liegen lassen. Ja, heute mal ein etwas verblurrtes Bild. Ich habe, glaube ich, die falsche Datei genommen. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem alles erkennen. Seid ja wahrscheinlich, oder die meisten sind wahrscheinlich eh auf dem Handy unterwegs. Da ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Da haben wir heute unsere Fahrer Quasgar, Little R, Subaru, Hazard Hero, Kev Alpha, Alpha Kev, mein Gott. Ultra korrekt, Waff. Sattler ist schon mal gespannt, was es heute gibt. Ja, das ist ja Tokyo Expressway immer so ein bisschen. Ah, weiß ich nicht. Welche Variante ist das? Ist das der mit den vielen engen Kurven auch dabei? Oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal auf die Karte gucken. Hat mich da jetzt tatsächlich. Ich es mir auch nicht vorher angeguckt. Wir waren auf jeden Fall beim WAF, Cool Waterman, Schmidder, Tobi, NL, Jan, beziehungsweise Kickboxer, Susi, VW Polo, Fuit und Sonne eigentlich bei uns in der Liga. Aber ich blende euch jetzt mal ganz kurz. Ne, habe ich hier gar nicht. Muss ich kurz hinzu. Oder wir gehen einfach rüber. Sind ja sowieso schon eigentlich da. Dann können wir jetzt schon mal die Reifen einblenden. Ich habe es jetzt vergessen, die letzten drei. Alles hier mal parallel jetzt. Nur Räume von Freunden anzeigen und dann gucken wir mal. Rennen 6, Cool Waterman, jetzt sehe ich nichts. Was ist da davor? Ist denn der Waterman heute unser? Er ist auf jeden Fall in unserer Liga. Gehen wir davon aus, dass das unsere Rennlobby sein wird. Ich frage mich gerade, warum ich keinen Ton habe. Naja, das werden wir gleich noch rausfinden. Ich hoffe, gleich hören wir Motorengeräusche. Auf jeden Fall die letzten drei, die hier sind, sind heute nicht mit dabei. Das heißt, wir haben Quasga, Hazard Hero, Subaru STI, Little R, Alpha Kev, Tobi NL, Kickboxer, Waff, Cool Waterman, Susi, Schmidder und Takbam. Und also wenn ich konstant bleibe, könnte es ganz schön werden. Ja, gut, das ist die Variante. War zwei relativ lange Geraden dabei, aber trotzdem werden wir hier bestimmt ein bisschen Action bekommen. Ja, wir gehen direkt mal rein. Tastatur. Auch schon mal aus gegen die andere. Hier muss man ja immer jonglieren mit allem, was man so in der Hand hat. Controller, Tastatur und ja, Elgato ist stumm. Warum ist Elgato stumm? Das versuchen wir jetzt mal eben noch rauszufinden. Ton, Ausgabegerät, HDMI-Gerät. Ich habe doch nichts geändert, Leute. Irgendjemand eine schnelle Idee? Du. Ich gehe noch mal eben dahin zurück. Warum? Warum ist jetzt
Ausgabe automatisch umschalten. Oh. Warum tut er das? Oder habe ich Gran Turismo leise gestellt? Schauen wir mal wieder rein. Gucken wir mal. Hier. Das könnten wir machen. Haben wir keinen Ton. Elgato. Was ist mit Elgato? Video-Eigenschaften. Elgato hat Monitoring und Ausgabe. Ach Mann. Eigentlich sollte doch hier jetzt Ton kommen. Die Kollegen von der AWL mit drauf. Machen wir denn jetzt hier keinen Ton? Eieieiei. Das, Scheiße. Hat irgendjemand eine Ahnung? Ich höre nämlich überhaupt nichts. Ist die hier irgendwie? Gibt es hier Eigenschaften? Eigenschaften von Elgato. Gerätestart. Kann nur Audio aufnehmen. Audio. Ja, das ist ja jetzt spannend. Elgato. Da ist doch auch kein Filter drauf. Farbkorrektur, das bräuchten wir für nachts. Den kann ich euch schon mal reinschmeißen. Okay, jetzt tut er was. Ah! So, einmal auf die Gerätestandards zurücksetzen und schon haben wir Sound. Wunderbar, alles geklärt. Eine kleine Sache noch in Sachen Stream. Ich habe mal ein bisschen mit Kanalpunkt-Events rumgespielt. Und wenn ihr mal da drauf guckt und Lust habt, es gibt jetzt ein Gewitter in Neuss. Das ist jetzt mal mein erster Versuch damit. Moin, Waff! Würde mich da natürlich wie immer mal über ein Feedback freuen. So, jetzt hier. Über so neue Features. Ich meine, das mit dem Untertitel, das haben sie mir ja irgendwann weggenommen. Das macht ja jetzt. Und da sind auch schon die Waff-Ultras. Zumindest einer. Mr. Reds, moin! Ja, wie gesagt, würde mich da mal über ein Feedback freuen. Da ist er wieder, der Mann mit so wenig Haaren wie ich. Ha! Ja, siehst mal, hier, Kollegen im Geiste. So, das war offensichtlich die falsche Richtung. Nix, machen wir ein bisschen. Versucht da gerade noch, nee, das ist die falsche Richtung. Warum habe ich denn da so einen doofen Glanzpunkt auf meiner... Ach, ich weiß, was das ist. Ja, das müssen wir nach dem Qualifying mal kurz... Das ist nämlich der Lichteinfall, der sich da breit macht. Ja, jetzt gucken wir erstmal hier aufs freie Training, beziehungsweise vielleicht tusche ich gleich auch einfach nochmal weg. Zu wenig Puder. Nee, tatsächlich, hier, ne? Für die vielen Haare, damit es hier nicht glänzt, da wo der Spot von der Lampe ist, puder ich tatsächlich ab.
damit ich da nicht durchsichtig werde. So. Seid ihr alle ready? Ja, natürlich sind hier alle ready. Hier kommen doch alle ready rein, oder? Die Wände kommen näher. So, warte mal. Da ist der Waff. Und jetzt, guck mal, jetzt mache ich das mal selber. Hier zeige ich euch mal das. Ich bin da ja, also ich finde das ja super. Ich hoffe, ich kriege jetzt, also an alle, die Kopfhörer aufhaben, ich weiß nicht, wie laut ich das eingestellt habe. Und? Funktioniert? Funktioniert? Nee, funktioniert natürlich nicht. Warum? Aber das ist ja, das läuft ja schon wieder super. Hat super funktioniert. Ah, ich sollte nicht solche Sachen ankündigen. Funktioniert's denn nicht? Machen wir mal. Chaos. Bist du doch jetzt endlich? Es funktioniert nicht. Ich verstehe es nicht. Als ich es eingestellt habe, hat es noch funktioniert. Machen wir es mal aus. Vielleicht so. Okay. Irgendwie muss man OBS nicht verstehen teilweise. Weil das eigentlich geklappt hat. Susi und Lidl fehlen noch, also wir warten noch einen Moment. Da war was. Ja, aber nur ganz kurz, ne? Oder Zeiten werden schneller. Mann, da hätte ich hier Muster für der Blau. Das eigentlich nicht so verstanden. Ah, war kurz ein Blitz. Ah, okay. Eigentlich sollte ungefähr 5 Sekunden Blitz angezeigt werden. Versuchen wir es noch mal so, weil warte mal. So, Susi ist da. Ah, da ist es. Ja, jetzt funktioniert's. So, und direkt der Sattler hinterher. Ja, jetzt stellen wir das mal wieder auf Abklingzeit 2 Minuten oder so. Dann sonst donnert's hier ja die ganze Zeit. Ja, der Sattler, der fängt da schon an. Der macht genau das, was ich gedacht hatte. Da geht's dann nämlich hier die ganze Zeit rund. Hauptsache Kanalpunkte verballern, ne? So, jetzt haben wir aber alles am Laufen. OBS funktioniert hoffentlich auch. So. Eigentlich haben wir jetzt noch eine. Bin ja gleich am Fahren. Ja, gut, aber. Stimmt. Dann. Ja. Aber. Dann funktioniert das auch alles. Ton ist auch wieder da. Also, jetzt können wir uns dem Ganzen hier widmen. Wie gesagt, da fehlt jetzt noch. Wenn ich es richtig übersehe. Fehlt uns denn noch? Was haben wir gerade gesagt? Irgendwas gar. Hazard Hero? Eigentlich? Oder ist der Ingame-Name dann anderer?
Ah ja. Also, wir sind auf jeden Fall ein klein wenig hinter der Zeit. 32 schon. Da werden sie jetzt so ein bisschen nervös. Aber Schmidder nutzt zum Beispiel noch, um sich noch ein bisschen einzufahren. Und ich nutze mal die kurze Unterbrechung und mach mal kurz den Schatten mal weg. Oh, also Schatten ist weg. Dafür wird meine Glatze durchsichtig hier. Doch nicht richtig abgepudert. Naja, das ist ja das kleinste Problem. Bis jetzt konnten wir ja Gott sei Dank alles noch hier regeln und haben jetzt auch, denke ich mal, alles zusammen. Das mit Little, der jetzt auch beigetreten ist und hier auch schon kurz mal rausfährt. Da haben wir also alle beisammen, ab ins Qualifying, allen viel Spaß und ja, gucken wir mal, waff sich da mit harten Reifen, gucken wer als erstes rausgeht, Little R scheint hier der erste zu sein, ja, hat sich vor unseren Post geschoben. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt im Qualifying. Und ja, so langsam sortiert sich dann alles. Und dann gucken wir auch mal durch. Und dann nehmen wir gleich die erste Runde von Little A auch mit. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Gucken mal, wer alles da ist. Und da haben wir Little A, wie schon gehört. Dann haben wir 2BNL. Takbam. Dann haben wir Susi. Als nächstes kommt dann Subaru, STI und Porsche. Das finde ich immer noch ein bisschen verwirrend, aber ja, so ist es. Kickboxer. Dann immer noch mal eine Vorbeifahrt mit. Und ich glaube, wir sind auch tatsächlich schon in der ersten Runde. Stimmt, die Boxengasse ist hier vor der Ziellinie, also wir starten hier direkt rein, das ist also schon die erste Runde, Cool Waterman. Dann werden wir gleich auf jeden Fall die erste Rundenzeit schon haben. Little A setzt dann natürlich schon mal eine Marke hier. Dann haben wir hier Quasga. Waff. Er wird hier als 9. eine Zeit setzen. Kev. Und ganz zum Schluss kommt der Midder. Und der ist auch schon ein ganzes Stück weg. Der lässt sich da ordentlich Platz. Und ja, das ist unser Feld. Wir gucken jetzt mal Little A.
kommt da jetzt schon wieder in Richtung Start und Ziel. Ist die Frage, wollen wir die Zeit mitnehmen oder wollen wir die Runde mitnehmen? Sonst nehmen wir vom Schmidder die Runde mit. So, 1,57 wird hier schon mal gesetzt. Takbam ist schon mal ein Stück schneller. 1,57. Oh, und Kickboxer verbessert hier auch noch weiter nach unten. 1,57. Wir kratzen an der 1,56. Da kommt Kev. Und wer ist da noch dazwischen? Waff, der hat nämlich... der die Reifen gewechselt oder hat der da ein Problem gehabt? Ich meine, den hätten wir eben mit harten Reifen gesehen. So, und beim Schmidder... Hallo? Da. Ah ja, das... Ja, springen wir jetzt mal rein. Die erste Kurve hier eine 90 Grad links. Dann können wir uns ein bisschen ausruhen. Das Vollgas hier, kommt da noch irgendwas? Nee. Erst wieder hier in Anführungszeichen im Hafen, müssen wir in die Doppelrechts reinbremsen. Kann man auch schön in einem Schwung nehmen. Jetzt hier rein in die Schikane. Ja, die ist ein bisschen tricky, nicht zu früh drauf, sonst hängt man hier rechts in der Mauer. Und dann hier der Rechtsabknick. Wir kreuzen einmal die andere Strecke, also den vorherigen Streckenteil, da rechts kommen wir, ne, gar nicht. Das war auf der anderen Strecke. So, der Tunnel ist auch Vollgas. Auch gucken, dass man nirgendwo gegenkommt. Ist natürlich alles eng auf so einem Stadtkurs. Und dann hier, da wo die Brücke aufhört, da ist auch ungefähr der Bremspunkt irgendwo, 100 Meter knapp. Doppelrechts, hier links geht's rein in die Boxengasse. Da haben wir eine ganz, ganz kurze. Gut, dass das digital ist. Da können auch alle gleichzeitig abgefrühstückt werden. Und ja, jetzt geht's wieder zurück hier. Durch diese Rechts-Links-Rechts-Links-Kombination. Da muss man auch den richtigen Speed erwischen. Nicht zu langsam, sonst verliert man Zeit, nicht zu schnell, sonst knutscht man die Mauer. Und mal gucken, was Schmidder jetzt da gemacht hat. 1,56,8, also rutscht hier auf Platz 2. Nur Little Ava bis jetzt schneller mit einer 1,56,6,2,2. Und aktuell dann dahinter der Tobi NL, der auch noch mit einer 1,56. Waff jetzt der erste mit einer 1,57. Aber das heißt ja alles noch nichts. Wir haben hier noch genug Zeit. Kickboxer jetzt im Windschatten von Susi. Susi auf der 11. Position sehen wir da auch. Hier zusammen durch den Tunnel. Einer müsste irgendwie nachgeben, weil die sind hier gleich schnell. Ja. Jetzt zieht Kickboxer, glaube ich, so ein bisschen zurück. Ja, lässt jetzt auch wieder ein bisschen Platz. So, da haben wir Kev auf der 6. Takbam sehen wir hier beim Service. Der holt sich schon neue Reifen. Und da sehen wir auch kurze Ausfahrt. Und dann boah, kommt man hier direkt eigentlich auf die Ideallinie. Ui, wer war da daneben? Irgendwas Grünes. Subaru STI aktuell auf der 8. Position. Quasga, war das Quasga eben? Ist doch, ist der, nee, das ist so ein Türkis. Ah, weiß ich nicht. Cool Waterman. Was ist gewesen denn? Auf der 10 aktuell verbessert sich jetzt persönlich ein bisschen, aber nicht um einen Platz. Und Susi, gucken wir jetzt auch noch mal kurz, kann die sich noch ein bisschen nach vorne schieben? Da fehlt eine Dreiviertelsekunde. Ne, die ist ja schon über Start und Ziel drüber. Ja, Schmidder hat sich jetzt gerade auf die 1 geschoben. Ich hatte jetzt gerade kurz gedacht, dass wir zu Tobi NL kommen. Aber in dem Moment war der Schmidder schon vorbei, ist 0,034 Sekunden davor.
Das ist eine hauchdünne Führung vor Tobi NL und dann sind es auch nur 0,010 Sekunden bis zu Little R. Also hier wirklich die Spitze gerade noch richtig eng aufeinander. Müssen wir nur aufpassen, dass wir keinen Unfall bekommen, so wie letztes Mal. Da war es ja auch sehr eng und hier ist dann jetzt zusätzlich auch noch die Strecke eng. Also heute bitte ein bisschen sortieren. Oh, Quersteher von Tobi NL da beim Rausbeschleunigen nach der Doppel rechts im Bereich der Boxengasse. Dürfte ihn ein bisschen Zeit gekostet haben. Jetzt ist er auch auf Rot hier, aber nicht viel. Mal gucken, ob er in den letzten Schikanen hier noch was rausholen kann. Subaru währenddessen in der Box. Auch kurz zum Service. Gucken, was jetzt bei Tobi NL stehen bleibt. Little A verbessert sich auf P1. Und er ist nämlich genau davor unterwegs. 0,226 Sekunden. Der hat jetzt da mal eine etwas schnellere Zeit rausgehauen. Setzt sich da mal ein bisschen ab. Und ja, Schmidder soll jetzt, so wie sie jetzt steht, erstmal auf P2. Kwaska verbessert sich. Wo haben wir den denn? Der müsste irgendwo hier im Bereich 9,10 sein. Wir gucken noch kurz auf den Schmidder. Dann gucken wir, wo Kwaska sich jetzt hin verbessert hat. Der müsste eigentlich 9 sein, glaube ich. So, Kwaska mit der Chance. Nee, verbessert. Schmidder. Kwaska auf der 9. Ja, hat sich ein bisschen verbessert, setzt sich von Cool Waterman ein bisschen ab. Der ironischerweise vor ihm fährt. Und ihm da jetzt wahrscheinlich ein bisschen Windschatten gibt. Ich weiß nicht, wie viel Abstand ist da dazwischen. Na, das dürfte dann nicht für Windschatten reichen. Also hier bei Gran Turismo 7 sind es ja ungefähr eine Dreiviertelsekunde. Könnte jetzt knapper werden. Ja, vielleicht reicht das ja, dass er sich mit dem Windschatten dann mal da ein bisschen verbessert noch. Gucken wir auf die nächste Zwischenzeit. Die Messung ist hier irgendwo im Bereich der Boxengasse. Beim Ausgang der Kurve müsste der nächste Punkt sein. Ich habe hier nicht noch eine Messstelle. Doch, ja. So, jetzt ist er im persönlichen Verbesserungsbereich, aber das würde nicht reichen, um sich vor Taktbahn zu schieben. Oh, und wir sind auch schon in der letzten Runde. Das heißt, Little R ist jetzt schon durch. Also alle dahinter können jetzt noch kontern. Kickboxer schiebt sich noch auf Platz 4. So, jetzt müssen wir gucken, wer da noch kommt. Kwaska verbessert sich auch nochmal und Taktbam auf 5. Kwaska hatte sich auch nochmal verbessert. Subaru STI schiebt sich auch nochmal nach vorne. Waff setzt nochmal eine neue Runde. Schmidder, das reicht nicht für P1. Und jetzt sind sie auch schon fast alle durch. Oder? Ne, jetzt sind sie alle durch. Kev ist auch schon über die Linie. Eieiei, das ging jetzt aber flott hier. So, wir gucken aufs Ergebnis. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch, da haben wir gar nicht alles mitgekriegt. Haben jetzt fast alles auf einer Seite. 3 kommen noch hinten rum. Little A bleibt auf P1. Da konnte keiner in der letzten Runde nochmal kontern. Der Abstand zu Schmidder ein bisschen kleiner geworden. Nicht mehr 0,2 Sekunden, sondern nur noch 0,158 Sekunden. An Tobi NL auf der 3. Kickboxer auf der 4. Taktbam auf der 5. Waff auf der 6. Und jetzt sitze ich natürlich vor den Abständen. Subaru STI auf der 7. F auf der 8. Gucken wir kurz. Ja, da sind wir immer noch bei einer Dreiviertelsekunde. Und erst dann auf der zweiten Seite haben wir den über eine Sekunde Abstand. Kwaska, der hat da auch noch mal knapp eine halbe Sekunde auf Platz 8. Cool Waterman auch eine Dreiviertelsekunde auf Kwaska. Und Susi, die ist auch eine Sekunde hinter Cool Waterman. Also, ja, nach hinten fällt es ein bisschen ab. Aber
Das wird der Spannung im Rennen kein Abschlag, wenn wie heißt. So, jetzt hier wieder. Lassen wir das einfach. Also es wird auf jeden Fall spannend werden. Und ja, gucken wir mal, wie das dann gleich aussieht. Wir gehen mal auf Seite 1. Letzte Kurve wie Wand geknautscht, sonst wären noch 0,4 Sekunden drinne gewesen. Ey, das ist aber nochmal ordentlich. Also das hätte bei jeglicher Position ja hier nochmal einen Schritt nach vorne. Abbruch tun. Ja, das wird, genau. Danke, Waff. Ich brauche hier einen Co-Kommentator, der mir solche Sachen reinwirft. Oder ich mache mir links so ein Lexikon auf irgendwie. Wird der Spannung keinen Abbruch tun. Ja. Nee. Jetzt haben wir, bis wann denn Zeit? 17:50 Uhr, 2 Minuten. Oh, dann gibt es jetzt einmal ganz schnell für euch das Sponsorenvideo. Das ist ja nicht lang. Und dann sehen wir uns gleich zum Rennen wieder. Bis gleich. Ja, sorry, Sattler, jetzt hatte ich genau in der Szene natürlich das nicht drin, ne? Warte mal. Komm, ich gebe dir das nochmal eben frei. Hier, da. Speichern. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Nee. Ah, doof. So, jetzt ganz schnell. Hau raus. Also ich denke, es kommt gut an. Soll ich da nochmal das ein oder andere suchen? Also ich hatte überlegt, ob man noch irgendwie so eine Explosion oder so mit reinnimmt oder so einen Konfettiregen, falls es was zu feiern gibt. So, jetzt schalte ich es aber ganz schnell wieder aus. Klingzeit muss jetzt eingehalten werden. Und dann wartet hier auch das Finale. Wir haben es noch, haben es gesehen. Ein paar Sekunden. So, schnell hier alle Renninformationen. Und in der ersten Kurve setzen wir dann. Ei, nee, Moment, Startlinie ist ja. Aber zählt das als eine Runde, wenn man jetzt direkt reinfährt mit harten Reifen? Auf jeden Fall für alle viel Glück. Erste Kurve ist nicht entscheidend. Wir gucken drauf, was passiert. Wir sehen schon bei Schmidder die mittelharten Reifen. Tobi NL geht schon dran vorbei. Der ist da auf jeden Fall mit dabei. Ja, kommt jetzt, kommt ran. Boah, da gibt es schon den ersten Kontakt. Hoffentlich gibt es da bei Schmidder keinen Schaden, aber dadurch, dass er so ein bisschen nach außen gedrängt wurde, Little A musste innen ein bisschen Platz machen, beziehungsweise vom Gas gehen und ist jetzt nur noch auf 2, sitzt jetzt aber schon daneben. Nächste Kurve ist eine rechts, also bessere Position für Little A. Kann Schmidt da nach außen drängen und oh, Waff fliegt hinten voll ab. Da gucken wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf. Da haben wir unseren Speicherpunkt auf jeden Fall und Tobi NL, der ist auch ganz hinten. Da müssen wir auch gucken, was passiert ist. Little A hat sich auf jeden Fall jetzt an Schmidder vorbeigesetzt, hatte da den besseren Kurvenradius, konnte da schneller durch. Schmidder musste nach außen und jetzt gucken wir natürlich, was gleich mal, wenn sich das hier vorne so ein bisschen gesettelt hat. Also erstmal bleiben wir jetzt drauf. Oh, da gibt es den nächsten Unfall. Oh, im Tunnel. Da hat Schmidder jetzt natürlich ordentlich Zeit verloren, Little A auch. Da gab es den leichten Kontakt und die beiden, glaube jetzt auch beide mit. Oh, da ist man sich nicht einig. Heieieiei, was passiert da hinten? Und hier Little A komplett gedreht. Oh, ja.
Jetzt haben wir das Problem. Oh, ja. Oh, und jetzt verpasst er auch noch die Einfahrt hier in die Boxengasse. Oh Gott. Uiuiuiui. Also, da war auf jeden Fall viel los. Jetzt muss ich nur mal gucken. Können wir da noch sehen, was jetzt eben mit dem Waff war? Ich habe jetzt doch wieder auf den auf die Wiederholungstaste gedrückt. Oh, nee. Jetzt habe ich das natürlich überspeichert. Ich hasse Gran Turismo. Oh! Ja, dann müssen wir jetzt gucken, was mit Little A passiert ist. Also hier, erste Runde wieder absolute Katastrophe. Und der, ja gut, der rutscht da wieder zurück. Ja, hier gibt es den leichten Kontakt mit Subaru und dann wird er da komplett gedreht. Ah ja, jetzt kann ich mir das mit Waffen nicht mehr angucken. Oh, das ist doch ärgerlich. Ah, hin und her. So, wir fangen jetzt auf jeden Fall mal an, hier unsere Reifen so ein bisschen nachzuhalten. Ja, auf jeden Fall irgendwie, so weit wie ich es gesehen habe, wird der Waff da irgendwie von hinten Stoß bekommen haben. So, Subaru STI, der ist hier mit den Harten unterwegs. Kev mit den, auch mit den Harten. Cool Waterman, der fährt auf weich. Dahinter haben wir Tobi NL, der ist da relativ, ja, radfrei noch durchgekommen. Schmidder hier auch mit Problemen eben. So, der hat auch mittelhart drauf und jetzt schon ein einen kaputten Spoiler gehabt. Kickboxer mit weichen Reifen. Und vorne kommen sie jetzt auch schon rein. Vasga mit weich. Also hier schon wieder super viel los. Da kommst du auch gar nicht hinterher. Die Runde ist viel zu kurz eigentlich hier, um sowas einzutragen hier. Waff, ja, der ist jetzt natürlich hinten dran. Aber Rennen ist noch lang und Little A, ich glaube, der ist sowieso der Verlierer des Ganzen. So, vorne ist Kev dran. Wie geht's denn hier ab? Ja, also viel Kontakt, Gringo. Schon ziemlich viele Unfälle. Wir gucken jetzt mal, Susi war, glaube ich, auch drin. Ja, Hazard Hero, den habe ich jetzt gar nicht. Eigentlich war der angesagt. Naja, Susi auf Mittel jetzt. Ja, Katastrophe. Das hätte man jetzt eigentlich red flaggen können. War auf jeden Fall schon ziemlich viel los und das eigentlich nach dem letzten Rennen, wo wir auch so ein bisschen Probleme hatten. Ja. Das ist hier auch Tokio geschuldet. Keine Auslaufzonen. Und alles ein bisschen schwierig. Takbam, Mittelhart. So, jetzt haben wir so alle durch. Könnte man natürlich noch eben gucken. Ja, Little A, der wird auf jeden Fall den Papp schon aufhaben. Genauso wie Waff. Mal vorne drauf. Ja, das Auftanken natürlich Quatsch, aber Kev fährt hier sehr, sehr lange. OBNL schmeißt jetzt als nächster die harten Reifen ab. Einmal vorne auf dem, ne, da auf dem Fight um Platz 1. Und dann gucken wir gleich nochmal, was wir an Reifen am Start hatten. Tobi NL wird jetzt natürlich durchgereicht. Fangt jetzt auch auf. Weiter so, Kevin. Ja, der ist hier vorne. Cool Waterman und Kev hier, diejenigen, die jetzt ein bisschen profitiert haben. Wir gucken mal. Tobi NL kommt mit den Mittelharten raus. Und ich gehe nochmal hier in die Wiederholung und dann gucken wir nämlich mal kurz hier. Ja, man sieht es im Hintergrund.
Nehmen mal eben die Reifen mit. Kickboxer war schon auf hart. So, und jetzt haben wir natürlich hier... Oh, was ist das? Ja, okay, das funktioniert auch super. Wir bleiben, glaube ich, im Rennen. Nochmal, jetzt ist nämlich Cool Waterman gerade vorbeigegangen. Gegangen an Kevin hier. Ah, schon wieder so viel Stress. So viel Stress schon wieder in der Anfangsphase. Und ich glaube, die Reifen können wir heute auch vergessen. Der ein oder andere war hier, der schon mit harten Reifen gestartet ist. So, Kev, naja, der ist einfach nur weit außen. Sah so ein bisschen aus, als wollte er da abbiegen. Kann aber gerade das Tempo von Cool Waterman hier nicht mitgehen. Schon eine Dreiviertelsekunde jetzt zurück. Windschatten noch möglich. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er aus dem Windschattenbereich raus. Gucken, wie lange die beiden jetzt noch draußen bleiben. Susi aktuell auf der 3. Konnte da auch so ein bisschen profitieren, dass der ein oder andere hier schon rausgecrashed ist, schrägstrich rausgecrashed wurde. Kickboxer auf der 4. Midder. Kwaska und dahinter der Waff. Also ich könnte mir vorstellen, dass Waff auch auf hart gestartet ist. Jetzt hat sich ja alles ein bisschen beruhigt. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, den einen oder anderen hier zu sehen. Ah ne, das ist... Ich hab doch die Wiederholung umgesetzt. Ah! Mann, ist Gran Turismo anstrengend, was sowas angeht, ey. So, Kwaska. Er ist wie viel hinter der Spitze? 27 Sekunden. Und auch ungefähr mit einem Stopp hin. Ich schätze jetzt einfach mal. Gut, das ist auch alles ja eigentlich nur für euch. Ich denke hier bei Hazard Hero, da wird sich auch irgendwie der Teufel eingeschlichen haben, oder wer könnte das denn sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, 11 sind wir, also das passt. Hazard Hero. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nichts zu gelesen. So, Cool Waterman jetzt in der Box gewesen. Ah, komisch aus, was ist denn da los gewesen? Das war ja nur eine Durchfahrt, oder? Doch, hat sich neue Reifen geholt. Von weich auf hart. Oder wie sieht das aus? Ja, da hängt natürlich... Ja, von weich auf hart. Aber jetzt auch ein kurzer erster Stint auf den weichen Reifen. Wenn man jetzt mal auf den Sprit guckt. Naja. Taktik wird da... ausgeklügelt sein. Kev jetzt mit 17 Sekunden vorne, der hat noch nicht gestoppt, der wird wahrscheinlich den Tank erstmal leer fahren, würde ich jetzt mal schätzen. So, dann Cool Waterman auf der 2, jetzt mit einem kurzen Stopp noch kurz vor Kickboxer. Der hatte ein bisschen Sprit geholt, der hatte aber auch schon Stopp. Ich glaube, wir sind sogar ganz gut hinterher. Takbam könnte noch einen Stopp gehabt haben. Mal bei ihm. Ah, da ist auf jeden Fall viel Sprit drin, ne? Dafür, dass er schon gestoppt hat und Little A kämpft sich so langsam nach vorne.
ist jetzt schon wieder auf E10 und Susi, ihr habt hier im letzten Umlauf eine 240 gefahren. Jetzt aber auch auf den weichen Reifen, also die ist schon fertig, das können wir schon mal hier festhalten. Das war ein Stopp, deswegen ist er da jetzt zurück und Cool Waterman, der macht jetzt wahrscheinlich auch direkt den Stopp auf die mittelharten Reifen für einen langen Stint jetzt erstmal. Und Kev bleibt weiterhin draußen. Aktuell schnellster. Schnellste Runde haben wir gar nicht angezeigt. Nö. Schnellste Runde haben wir gar nicht aktuell. Das ist schon wieder weird. Eine aktuell schnellste Runde. Das ist ja... Also heute läuft irgendwie alles nicht so richtig gut. Auch bei Gran Turismo offensichtlich. Kev auf jeden Fall 17 Sekunden vorne weg, hatte aber auch noch keinen Stopp. Der ist von Anfang an auf den harten unterwegs. Und ja, jetzt bildet sich hier hinten so eine kleine Traube. Wir gucken auf Kwaska gegen Subaru STI. Der liegt da dran vorbei. Geht da schnell in diese Doppelrechts und dann in der Schikane ist er dann auch komplett vor. Und der nächste hängt hier jetzt an Kwaska auch schon dran. Der war... ist auf jeden Fall dran. Bringen wir bei ihm auf die Motorhaube, gucken uns das Ganze mal an, wie er sich den Kwaska hier zurechtlegt. Ja, auch noch gar keine Runde hier. Doch, eine Runde sind wir schon mitgefahren. Ja. Alles irgendwie... So, jetzt ist Kev drin. Mal gucken, wann der wieder rauskommt. Jetzt kommt natürlich das Feld hier auf die Boxengasse zu. Kickboxer geht schon mal vorbei. Schmidder, der holt sich jetzt auch neue Reifen. Boah, Kwaska steht quer. Und das ist die Chance für Waff dran vorbeizugehen. Das schafft er dann auch. Und wir gucken auf Kev da hinten, wann der wieder rauskommt. Tobi NL geht noch vorbei. So, jetzt ist der Tank voll bei Kev. Jetzt dürfte es dann auch weitergehen. Und ja, da geht's auf die lange Reise für den Mittelstint hier. Ja, wenn man das... ja, Mittelstint kann man fast dazu sagen. Wird ein bisschen länger werden mit den mittelharten Reifen. Wird jetzt versuchen, ein bisschen Meter zu machen. Und Schmidder... da gucken wir natürlich jetzt auch drauf. Da kriegen wir jetzt einmal... ne, da kriegen wir eine richtige Ausfahrt. Kommt dahinter Susi raus, die sich jetzt erstmal auf Platz 9 einsortiert. Schmidder jetzt auf den weichen Reifen, der zweite Fahrer, der hier fertig ist mit den Reifen, jetzt freie Reifenwahl hat. Alle Reifen müssen ja mindestens einmal gefahren werden, also die Reifenmischung. Little A jetzt auf mittelharten Reifen unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob der mit harten gestartet ist. Auf jeden Fall jetzt nur ein kurzer Stint auf dem... ja, okay, da sehen wir es. Er sitzt jetzt alles ab. Ist wahrscheinlich dann nicht auf den harten gestartet. Aber auch er jetzt schon fertig. Ja, also es mischt sich hier alles ganz gut durch. Wir haben ganz viele, die noch nicht alle Reifen durch haben. Subaru STI, da können wir auch noch die weichen Reifen vermerken. Deswegen, das ist hier noch nicht alles durch. Also das sieht jetzt vielleicht erstmal gerade was Little R angeht, der hat hier 1 Minute 30 Rückstand und jetzt haben wir auch mal eine schnellste Rundenzeit hier. Subaru STI mit 1:56.851. Aber das Spiel hier für Little R natürlich noch nicht zu Ende, also das Rennen noch nicht zu Ende. Der kann jetzt natürlich, wenn er schnell fährt, natürlich, das versuchen sie ja alle, aber kann der natürlich auch noch vorne reinkommen. Schmidder, der muss nicht mehr stoppen. Also der Abstand ist schon
so ein bisschen gesetzt. Ja, aber alles davor, da haben wir ja noch viele, die noch stoppen müssen. Außer Schmidder und Susi. Also genau die beiden hier. Und jetzt sehen wir auch mal die Abbremszone, wo die gesetzt ist. Da versucht natürlich vorher schon dran vorbeizukommen. Oh, die Abbremszone ist hier an der... Oi! Was ist denn da passiert? Das sah auch schon wieder alles andere als gut aus. Was ist denn da passiert jetzt? Also ich glaube, Schmidder hat da nicht damit gerechnet, dass Susi da jetzt nochmal einschlägt. Oh, wird da auch langsam. Oh, hu, 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 hu. Ja, der Einschlag in der Kurve bremst natürlich ordentlich ab, aber soll er, also kann er nicht viel machen, würde ich behaupten. In dem Moment jetzt natürlich auch ein klein wenig ungünstig gewesen. Little A jetzt auf den weichen Reifen wieder. Der versucht natürlich jetzt kurze Stops, Reifen absitzen und dann auf die schnellsten Reifen zu gehen, um noch irgendwie eine Chance zu haben. Und muss jetzt natürlich dann mit vollem Auto irgendwie auf Quali-Zeiten kommen, um da vorne im ganzen Feld noch ein bisschen Zeit abzuknapsen. Ja, Kickboxer führt das Ganze hier an mit 7 Sekunden vor Subaru STI. Der Abstand wird gerade auch ein bisschen größer. Buff hat da, glaube ich, auch gerade schon wieder so ein bisschen die Mauer touchiert. Ja, Reifen sind auch nicht mehr so ganz so in Ordnung. Und dann haben wir Kwatzka auf der 4, also hier Platz 2 bis 5. Die sind hier auch noch relativ dicht aufeinander. Akun fährt auf den Mittelharten, versucht da vorne dran zu bleiben. OBNL ist dann schon fast 11,5 Sekunden auf. Ja, eigentlich sind es 11,5. Es sind nicht nur fast 11,5, es sind 11,5 Sekunden. Kev dann nochmal 9,5 Sekunden dahinter. Und 32 Sekunden zur Spitze. Also es hat sich doch jetzt ein bisschen auseinandergezogen. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Probleme. Also da nicht alles ganz ja, sauber gelaufen wieder in der ersten Runde. Was das an Strafen gibt, seht ihr dann auf dem Discord-Server. Das wird sich ja dann alles im Nachgang nochmal angeguckt. Schmidder, Susi und Little R. Und ja, Kickboxer, der läuft jetzt tatsächlich so ein bisschen auf den Little R. So richtig viel ist das nicht mehr. Wir gucken mal bei ihm rein. Wenn wir ihn hier vielleicht auf der Station schon sehen. Ja, okay, so weit rendert das Spiel nicht und irgendjemand ist dem Raum beigetreten. Ich hoffe, dass da jetzt keine Buckler gibt für unsere Fahrer. Ist auch immer noch so ein bisschen. Schwierig. Aber. Ja, Kickboxer, der zeigt uns jetzt hier nochmal Ecke, so ein bisschen. Bleiben wir mal drauf. Hier sind schon viele enge Stellen, also dass hier am Ende des Tunnels dann eben geknallt hat, das
hat mich ein bisschen gewundert. Ja, da war es auch alles noch eng auf eng hier. Da will auch keiner nachgeben. War auf jeden Fall schon die ein oder andere Situation wieder dabei, die hier nicht so gut gelaufen ist. So, jetzt ist Waff drinne. Macht der jetzt mit den mittelharten Reifen dann auch seinen Triple voll und hat dann alle Reifen gefahren. So, das war auf jeden Fall eine Runde beim Kickboxer on board. Gucken. Blue Waterman wird ungefähr gleichzeitig mit Waff rauskommen. Oh, Waff wird losgelassen. Wo ist er? Ah, da kommt er. Bisschen dahinter. Aber mit weichen Reifen. Also jetzt kein mittelharter Stopp zur Mitte, sondern nochmal Vollgas. Schmidder war auch kurz drin. Ne? Ist doch das Symbol gerade aufgeleuchtet, dass er in der Box war. Ah, okay, da sehen wir es nicht. Und nochmal, was da passiert ist. Ist er da aus Versehen reingefahren? Okay, wir sehen es überhaupt nicht, was da passiert ist. Wundert mich ein bisschen. Lassen. Also Reifen nicht. Wird vielleicht eine kleine Reparatur. Boxengasse hier natürlich sehr, sehr kurz. So, und jetzt kommt unser Führer in die Box. Das heißt, Subaru STI, ne, der geht selber an die Box. Also Kwaska wird jetzt für eine Runde übernehmen und dann wird der auch reinkommen. Also jetzt wird es wieder voll in dieser kleinen Boxengasse hier. Subaru STI, Takbam, Kickboxer, Tobi NL, wir gucken mal. Der kann noch ein bisschen fahren, also der übernimmt jetzt erstmal Position 2, damit einem richtig krassen Quersteher raus aus der Kurve. Mal gucken, ob Kev jetzt an... Ja, Kev ist schon vorbei. Blue Waterman wird dann wahrscheinlich nicht mehr dran vorbeikommen. Dafür sind die Autos jetzt zu voll getankt. Kickboxer wird als erstes die Boxengasse wieder verlassen mit mittelharten Reifen. Also auch da fertig. Gleich können wir hier das Fenster auch zumachen. Subaru STI, der kommt auch mit den mittelharten Reifen raus. Ich denke, der ist auch fertig. Mal gucken, ob es irgendjemand bis nach... Nee, nach hinten schiebt das auf jeden Fall keiner, den harten Reifen stint, wenn ich das alles so richtig mitbekommen habe. Waterman, der ist auf den Weichen immer noch unterwegs. Waff. Genau, der war auch gerade drinne. Takbam. Haben wir auf weich, dann ist der nämlich auch fertig. Da fehlen uns jetzt nur noch ein paar. Falsche Richtung. Schmidder auf der 9. Susi auf der 10. Und Little R. Ja, so langsam holt er ein bisschen auf. 1,38 nur noch zur Spitze. Dann waren es noch 1,41, ne? Ranhalten muss er sich trotzdem, wenn er da noch was rausholen will. Aber ich denke, das wird schwierig. So, Kwaska, Tobi NL, boah, der steht ja jedes Mal ein bisschen mehr quer. Also nächstes Mal macht er hier ein 360. F auch schon dran vorbei. Und jetzt gucken wir, Kickboxer und Subaru STI, die sind da im Fight. Erstmal geht Subaru STI vorbei, aber Kickboxer mit dem Cutback, mit dem
Switchback, also weiter die Kurve angefahren und dann enger wieder raus. Hat sich hier ausgezahlt. Harter Fight um P3 hier. Guck mal kurz auf Waska. Oh, der ist da im Fight mit Takbam rausgekommen. Gucken mal kurz auf Quaska, der ist mit Weich unterwegs, also da hat sich nichts geändert. Wir gucken mal. So, Kickboxer und Subaru STI. Also wir haben jetzt hier wieder Fight um Fight. Subaru STI versucht innen reinzukommen, aber ist zu weit weg. 0,3 Sekunden, das reicht nicht, um mal reinzustoßen in die Kurve. Aber jetzt die Doppelrechts gleich, da könnte was gehen. Kickboxer hält sich ganz weit rechts. Ja, der positioniert sich hier schon defensiv für die nächste Rechtskurve. Will da Subaru STI nur den Außenweg geben. So, und jetzt muss man sich hier einig sein. Kickboxer kriegt die Kurve gut. Und Subaru STI muss erstmal dahinter bleiben. Gibt es jetzt vielleicht nochmal eine Angriffschance in die nächste rechts, aber die geht eigentlich voll. Also wieder das unsägliche Ding im Tunnel, vielleicht aus dem Windschatten. Eben hat es da auch schon mal geknallt zwischen, wer war es denn, Susi und noch irgendjemand. War im Qualifying, glaube ich. Ja, ist, ich glaube Kickboxer auch, ne? Waren die nicht zusammen hier unterwegs? Also Baru STI kommt jetzt auf jeden Fall erstmal nicht ran. 0,45 Sekunden, das dürfte auch nicht für einen Angriff jetzt in der nächsten Kurve reichen. Oder versucht das jetzt mit einer anderen Linie? Nee, hat sich erstmal auf E4 jetzt hier eingefunden und damit abgefunden. So, Waff. Der könnte jetzt ein bisschen Meter machen. Dahinter Takbam und Waterman sind am Fighten. Jetzt wird der Abstand gerade ein bisschen größer. Takbam, der versucht da ein bisschen wegzukommen von hinten. Wer kommt da denn noch? Das ist Quaska. Der will da auch nochmal mitmachen. Also hier um P5. Waff gibt Gas. Versucht da wegzukommen. Da hinten kommt eine riesige Meute. Aber nach vorne zu Subaru STI auch nur 1,5 Sekunden. Jetzt sogar nur noch eine Sekunde. Also Waff orientiert sich jetzt wirklich nach vorne. Guckt nicht in den Rückspiegel. Der Takbam ist auch aus dem Windschatten raus. Und davon jetzt erstmal nicht profitieren. Jetzt eine gute Doppelrechts hinkriegen. Dann ist er doch da schon fast dran. Nach hinten sind es 0,9 Sekunden. Ja, Waterman auch nicht ganz dran. Quaska, ja, der ist auch ein bisschen abgeschlagen, aber eine Sekunde, das ist alles noch nicht so schlecht. So, hier Kickboxer, der führt diese ganze Schlange hier jetzt gerade an. Hat Subaru STI im Windschatten. Dann sind es 1,2 Sekunden bis zu Waff. Der hat jetzt aber auch Takbam im Nacken. 0,4 Sekunden. Und es wird weniger. Jetzt arbeitet natürlich auch der Windschatten für Takbam. Mal gucken. Waff orientiert sich noch nicht defensiv. Also noch. Aber verbremst sich da und muss dann den langen Weg außenrum gehen. Und kriegt einen leichten Stoß von Takbam. Takbam immer noch in daneben. Nee, ist nicht mehr daneben. Ist wieder dahinter. Versucht sich jetzt nochmal reinzubremsen, aber Waff bleibt erstmal vorne. So, jetzt entbrennt hier vorne auch der Kampf wieder um Platz 3. Kickboxer ganz knapp vor Subaru STI. Das sind auch nur 0,3 Sekunden. Hinten Waff kriegt auch wieder Besuch von Takbam. Also die zwei Pärchen hier, die sind jetzt richtig hart am Fighten. Und hinten, wenn wir es richtig gesehen haben, Quaska kommt auch näher an Cool Waterman ran. So, in der Kurve keine Chance anzugreifen. Waff ein bisschen weit außen. Müsste da vielleicht jetzt ein bisschen abbremsen. Ja, muss da vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Nimmt aber auch die defensivere Linie rechts. Ja, jetzt fährt er mittig. Oh, Takbam will da in die Lücke. Aber er zieht dann am Ende raus.
Ah, sehr eng. Also Takbam da geradeaus auf der Mitte gefahren, hat sich da noch nicht für eine Seite entschieden gehabt. Und dann in dem Moment, wo Takbam den Move versucht zu fahren, fährt er dann auch rüber. War auch, glaube ich, noch alles in Ordnung. Dann natürlich ein bisschen eng geworden. Leicht ein bisschen spät, aber einmal gucken, was da die Stewards zu sagen. Das werden wir nach dem Rennen, falls es irgendjemand moniert, werden wir das ja dann als Strafe gegebenenfalls bekommen, beziehungsweise als Entscheidung. So, Trubi NL ist jetzt drinne, Quaska ist immer noch dran an Cool Waterman, beziehungsweise jetzt gerade rangekommen. Trubi NL, der fällt jetzt erstmal hinter unsere Kampfpärchen zurück und hinter Schmidder, der ist auch noch 5,5 Sekunden weg. Wir gucken mal nach vorne. Kev mit 14,3 Sekunden weg. Dahinter dann der Kickboxer. Dicht gefolgt vom Subaru STI. Halbe Sekunde zwischen den beiden. So, dann haben wir 1,5 Sekunden bis zum WAF. Und jetzt wird es auch eng für ihn. 0,1 Sekunde. Und jetzt wird er nach außen gedrängt. Takbam jetzt von der Zeitenkarte her kurz vorbei gewesen. Jetzt muss er ein bisschen abbremsen, der Waff. Oh, und hängt jetzt voll in der Mauer. Verliert da komplett Zeit und Geschwindigkeit. Ob das jetzt... Gab es da eine Berührung mit Takbam? Gucken wir drauf, ob wir da was sehen. Ah, bei der Ausfahrt vielleicht... Lichthub da am Ende, aber sah jetzt für mich kann jetzt auch schlecht was sehen. Ja, eine leichte Berührung gab's, aber ob das jetzt ja, gewollt war, es definitiv denke ich mal von Takbam nicht. War wieder der Strecke geschuldet, denke ich mal. Aber ja, Waff mit dem Wallride da quasi viel Zeit und Geschwindigkeit verloren. Jetzt muss er erstmal wieder 2 Sekunden zufahren hier zu Takbam. Ja, vorne hat sich weiter erstmal nichts getan. Wir gucken mal, Quaska vielleicht mittlerweile auf Mittler. Nö. Ja. Wir gucken mal. Kev ist auf mittelhart. Dem fehlen noch die weichen Reifen, wenn ich das richtig sehe. Kickboxer konnte sich jetzt erstmal gegen Subaru STI ein bisschen durchsetzen. Da sind wir jetzt auch schon wieder bei einer Dreiviertelsekunde ungefähr. Subaru STI bekommt jetzt aber auch Besuch von Takbam. Also der konnte sich da relativ zügig von WAF absetzen. Wie viel das jetzt ist? 3,5 Sekunden. Ja, also Takbam da auf jeden Fall jetzt gerade schneller. Und WAF, ja, der muss sich jetzt vielleicht doch ein bisschen nach hinten orientieren. Takbam geht nach außen, versucht Subaru STI jetzt hier direkt als nächsten zu snacken. Aber das klappt jetzt in der Situation erstmal nicht. 0,3 Sekunden. Ja, in der nächsten Kurve, in der nächsten rechts, da bietet sich keine Chance anzugreifen. Schnelle rechts. Boah, zieht er mal raus, zeigt sich mal. Aber wenn man die gut trifft, kann man die auch voll fahren. So, jetzt mal gucken. Kriegt da den Windschatten? Er hat auf jeden Fall Windschatten, aber reicht das, um jetzt dran vorbeizukommen? Saugt sich jetzt auf jeden Fall langsam ran. Will da aber bestimmt noch nicht im Tunnel daneben kommen. Ja, ist jetzt auch so leicht vom Gas gegangen. 2,5 Sekunden, das reicht jetzt vielleicht als Setup für die nächste Doppelrechts. So, versucht's mit der weiten Anfahrt und dann eng. Das hat schon mal geklappt, das haben wir eben gesehen. Aber... diesmal reicht es hier nicht. So, und Waff mit einer Dreiviertelsekunde Vorsprung auf Quaska.
So, Cool Waterman. Mittelharte Reifen. Kommt hinter Tobi NL raus. Schmidder jetzt auch nochmal drinne. Holt sich da höchstwahrscheinlich nochmal einen nächsten Satz weiche Reifen. Little A auf 10. Der hat schon 20 Sekunden gut gemacht. Aber das reicht nicht, um jetzt nochmal irgendwie vorne anzugreifen. Also eine Minute 10, das fährt er hier in dem Rennen nicht mehr raus. Aber immerhin Platz 10. Und ja, mal gucken, was das am Ende dann noch für Strafen gibt. Wie gesagt, abhängig davon, was dann die Rennstewards dazu sagen. So, Takbam ist immer noch an Subaru STI dran. Der hat es noch nicht geschafft, dran vorbeizugehen. Jetzt vielleicht nochmal der Versuch aus dem Windschatten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man es hier im Tunnel schafft. Oh, ja doch, Takbam hat es geschafft. Dadurch, dass Subaru STI dann nicht mehr die richtige Linie fahren kann, dadurch die Kurve. Aber jetzt vielleicht direkt der Konter. Takbam geht defensiv, kommt jetzt wieder ein bisschen raus. Subaru STI außen. Jetzt vielleicht mit dem Switch. Nee. Das lohnt da an der Stelle nicht zu versuchen, kurz reinzugehen. Da war er gut abgeschnitten von Takbam. Also der hat sich da gut breit gemacht. Hat ihn da auf eine Position gedrängt, die für den Kurvenausgang nicht gereicht hat. So, und Kev wird einmal komplett durchgereicht bis auf Platz 7. Cool Waterman jetzt auch in der Box. Wir gucken mal, Kev, der dürfte mit den Weichen jetzt am Start sein. Ist da jetzt auch fertig. Jetzt fehlen uns laut meiner Liste nur noch der Waff, Quaska und Tobi NL. OBNL ist auf den weichen Reifen. Never mind. Also Quaska und Waff. Quaska auf der 5. Geht nach Mittelhart und bei Waff eigentlich auch. Ja, da dürfte noch, ja, sind noch ein paar Ründchen drin, ne? So, jetzt bricht hier schon das letzte Drittel an. Zwei Drittel rennen schon vorbei und jetzt wird es auch hier vorne noch mal enger. Also P1 hier für Kickboxer noch nicht sicher. Kann sich jetzt zwar ein bisschen vom Takbam absetzen, aber das sind ungefähr eine Sekunde hier zwischen P1 und P2 und P2 und P3. Dann sind es 2 Sekunden bis zum Waff. Da hinten kommt er. Der hat Quaska im Nacken. Gucken wir. Waff mit den etwas schlechteren Reifen. Aber beide müssen noch mal rein. Das heißt, 17 Sekunden bis zu Tobi NL. Das dürfte dann auch dahinter gehen. Mit Kev wird es dann vielleicht schon eng. Da müssen wir gleich mal abwarten. Jetzt kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie lange sie da vorne natürlich noch fahren. So, Takbam ist neben Kickboxer. Versucht das jetzt am Ende der Start- und Zielgerade. Haben wir genau richtig umgeschaltet. Jetzt, er geht erstmal vorbei. Da bleibt auch nicht viel für Kickboxer zu tun. Da außen dranbleiben ist in der Kurve schwierig. Aber jetzt vielleicht mit dem Konter rein in die nächste Doppelrechts. Ne, hält sich da erstmal zurück. Oh, fährt jetzt einen weiten Lenker da durch die Kurve. Und dadurch kommt von hinten Subaru STI auch ran. 0,3 Sekunden jetzt an der Stelle. Nach vorne ist der Windschatten jetzt gerade schon weg. Also
Takbam kann ihn auch nicht ziehen. Nicht wegziehen von Subaru STI. Und dahinter Waff haben wir auch gesehen. Er versucht auch ganz dringlich da den Quasga hinter sich zu halten. So, und Subaru STI ist jetzt auch dran an Kickboxer. Zeigt sich da schon mal. Versucht das denn jetzt hier schon? Ich kann es mir echt nicht vorstellen. So, jetzt Linie wählen. Beide fahren geradeaus rein. Quasga hinten mit dem Angriff. Ne, zeigt sich einfach nur mal. Waff soll da ein bisschen nervös gemacht werden. Kickboxer und Subaru STI, die liegen hier fast gleichzeitig ab. Und die, von denen man es erwartet, Quasga und Waff, die bleiben weiterhin draußen. Jetzt können wir aber mal sehen, wo die beiden landen in Bezug auf TobiNL. Der geht jetzt vorbei. Dann gucken wir mal, Kev, der kommt jetzt auch um die Kurve, geht auch dran vorbei. Wie lange stehen die beiden denn noch? Wie weit geht's da nach hinten? Schmidder wird es wahrscheinlich nicht werden. Kickboxer jetzt mit gut dreiviertel Tank schon wieder raus. Subaru STI hat ein bisschen länger gestanden, hat ein bisschen mehr getankt. Also das ist ungefähr das, was wir wohl erwarten dürfen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, 1,58,3, der letzte Umlauf von beiden. Jetzt gucken wir mal da drauf, wie viel die Runde jetzt kürzer, länger ist. So, 2,33, das heißt, wir haben gute 35 Sekunden Stoppzeit. Und es sind nur 17 Sekunden. Kommt vielleicht auch nicht ganz hin. Wo habe ich mich verrechnet? 21 Sekunden vielleicht. Was habe ich denn jetzt gerechnet? Bei 33. Das sind auf jeden Fall 33, 35 Sekunden. Waren die beiden doch jetzt langsamer. Ja, gucken wir mal. So, Waff kann sich ein bisschen absetzen von Quasga. Aber das wird auch nicht lange der Fall sein. Zieht hinter Takbam direkt in die Box. Und dann gibt es da jetzt einmal die mittelharten Reifen. Und dann werden wir jetzt auch sehen, wie sich das hier sortiert. So, TobiNL in der Anfahrt Richtung Boxengasse. Waff jetzt schon wieder raus. Oh, bei Waff haben noch die harten Reifen gefehlt. Habe ich da das Falsche angekreuzt? Der macht jetzt auf jeden Fall hier seinen Stint auf Hard. Takbam. Der war ja durch. Der kann ja mit drei Viertel durchziehen. Quasga, der fehlt uns jetzt meiner Rechnung nach auch noch. Ist da auch sehr weit vorne. Also denke, dass der dann auch gleich noch kommt. Ja, Waff hatte ich jetzt nicht mehr mit harten Reifen auf dem Schirm, weil ich meine auch, der wäre im Qualifying mit hart gestartet. Nicht, dass da jetzt noch irgendein Boxenproblem mit dazu kommt. Oder falsche Reifen ausgewählt. Das ist auf jeden Fall jetzt eng mit dem Sprit. Das sind nur noch 3%, aber die Runde, ja doch, die Runde ist ja relativ lang, aber jetzt ist er auch schon halb durch. Ja, gucken wir mal. Hinten sehen wir auf jeden Fall TobiNL. Ja, habe ich Waff wahrscheinlich falsch eingeschätzt. Wahrscheinlich gar nicht mit harten Reifen losgefahren. Aber das wird auf jeden Fall reichen jetzt bis zur Box. Und dann kommt TobiNL definitiv durch. Ja, 1-2% werden das noch sein hier. Auf TobiNL, der ist jetzt schon vorbei.
F hat zwar 10 Sekunden, aber der geht jetzt in diesem Moment vorbei. Tack, bam. Kommt auch vorbei. Kickboxer. Subau STI. Und ja, wann fährt Waff wieder los? Mit da jetzt auch hier in der Anfahrt und vorbei. Bisschen Sprit noch. Jetzt los, los, los. Und Waff jetzt auf weich. Okay, irgendwas habe ich da verpasst. Ich habe keine Ahnung. Ich markiere ihn mal als gut. Ich bin mir echt unsicher. Da, also da weiß ich es jetzt an der Stelle nicht. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas verpasst. Aber war am Anfang ja auch alles nicht so gut. Ganz so übersichtlich hier. Ja, Waff bis auf 8 jetzt zurückgefallen durch den Boxenstopp, aber nach hinten 15 Sekunden bis zu Cool Waterman. Das dürfte entspannt sein. Nach vorne 11 Sekunden bis zu Schmidder. Der wird wahrscheinlich durchfahren. Wir gucken jetzt mal so ungefähr. Quaska, der braucht noch den Boxenstopp. Gucken, ob der jetzt direkt reinkommt oder fährt der noch ein Ründchen. Ne, der bleibt in. OBNL, der dürfte auch durch sein. Halb voller Sprit, der soll. Oh, obwohl. Könnte hinten raus ein bisschen knapp werden. Mal, wie es bei den anderen so aussieht. Ne, Kev ist auch bei halb. Backbam ist bei halb. Also mit halb sollte man hier jetzt durchfahren können. Sind jetzt hier, glaube ich, bis auf Quaska alle im letzten Stint. Midda, ja, das sieht gut aus. Waff, ja, vielleicht ein bisschen zu viel getankt. Cool Waterman auf 9, Susi auf 10. Auch da relativ knapp mit dem Sprit. Little R. Der dürfte auch durchkommen. Also wir fahren jetzt bis zum Ende. 10 Minuten sind es noch. Also kleines bisschen bleibt noch. Quaska, der muss jetzt diese Runde rein und dann wissen wir auch schon fast, in welche Richtung das hier geht. 20 Sekunden hat er Vorsprung. Das könnte mit Tobi NL tatsächlich nochmal knapp werden. Muss ja jetzt gar nicht mehr so viel tanken. Ah, ich denke, Quaska wird da schon irgendwie so auf P3 oder 4 sogar rauskommen. Kann mir nicht vorstellen, dass der Stopp so schnell geht. Gucken wir mal drauf. Jetzt muss er sich außen halten. Da ist nämlich die Linie. Die haben wir bis jetzt auch noch nicht geguckt. Da sehen wir es. Und dann geht es rein hier in die Box. Ja, die Einfahrt ein bisschen länger, als man das erwarten würde. Dafür die Ausfahrt ein bisschen schneller, als man es erwarten würde. Reifen sind drauf. Tobi NL hören wir schon. Mit dem markanten Sound von dem Mercedes und die Kurve, die möchte er einfach immer quer nehmen. So, Kev geht vorbei, Tackbam geht vorbei, Kickboxer kommt ungefähr, ne, kommt nicht auf gleicher Höhe raus, aber Subaru STI, wo ist er? Ne, der ist, ja doch, da ist er, ist noch dran vorbeigegangen, also Platz 6 für Quaska und der ist jetzt auf dem mittelharten Reifen unterwegs. Vielleicht auch nicht unbedingt das Beste, wenn man jetzt an jemanden dran ist, der mit den weichen Reifen unterwegs ist, aber die können jetzt natürlich auch noch abbauen, 9 Minuten verbleibend, das heißt gute 5 Runden werden wir noch sehen und Tobi NL führt das Ganze hier an nach der, naja, ich greife mal Rami Turos Worte auf, katastrophalen ersten Runde, in der sowohl Little R als auch Waff
Midda haben alle so ein bisschen was abgekriegt. Alle, die relativ weit vorne waren, ein bisschen durchgemischt worden. Also da auf jeden Fall im Discord mal im Auge behalten, was es da dann noch für Strafen geben wird. Reifen können wir jetzt ausblenden. Dann könnt ihr hier das komplette die komplette Breite sehen. So, und in den letzten 10 Minuten natürlich jetzt auch. Boah, Tobi und Elda schon wieder quer. Was ich gerade sagen wollte, nochmal kurz die Erinnerung daran, wir raiden gleich in Liga 1, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, Toffi mit Liga 4 dürfte auch starten, da könnte er jetzt vielleicht mal, dann mache ich euch mal eine 2-3-minütige Abstimmung, in welche Liga wir wollen. Mach ich mal eben schnell nebenbei fertig. Obwohl, nee, Toffi hat sich doch krank gemeldet. Moin Roppe! Kommst genau zu den letzten 6,5 Minuten. Und wir überlegen gerade, wo wir hinraiden wollen. Gleich nach dem Rennen. Ob Liga 1. Ah, da, die nächsten Waff-Fans. Sehen wir ihn auf Platz 8. Leider in der ersten Runde ein bisschen gelitten. Die Waff-Ultras, ja. Alle wieder da. Ja, erste Runde wieder ein bisschen schwierig gewesen. Dann können wir, wenn ihr das wollt, auch gleich nochmal drauf gucken, was mit dem Waff passiert ist. Generell, was mit der ersten Runde so war. Da haben wir ja so einiges wieder gehabt. Machen wir gleich mal kurz die Wiederholung an. Würde mich ja auch interessieren, was mit dem Waff da in der Doppelrechts passiert ist. Wir haben ihn auf einmal nur noch querfahren sehen. Wahrscheinlich hat er von hinten Stoß gekriegt. Würde ich mir jetzt so erklären, weil er kam so quer durch die Kurve geschossen, dass da wahrscheinlich eine Berührung gegeben hat. So, Tobi NL, der verliert vorne immer mehr. Nur noch 1,3 Sekunden auf Kev. Also das könnte jetzt... Wo ist Rami Turo? Der war doch hier für den Kev da. Das dürfte noch mit Mar... zum Ende raus hier knapp werden, aber nur noch 5 Minuten und Navy R3D ist auch da. Moin! Also das wird hier nochmal um P1 spannend und Navy reicht. Okay. Moin Navy! Kackbam auf der 3 kann sich vielleicht auch noch gar nicht so sicher sein. Wie viel ist es denn da? Eine halbe Sekunde. Vorne haben wir noch 1,3. Also gucken wir mal. Kickboxer, der dürfte jetzt hier als erstes vielleicht angreifen. Der ist nämlich sehr, sehr nah dran. Gucken noch mal ganz schnell durch. Ja, alle anderen sind relativ gesettelt, also da dürfte nicht mehr viel passieren. Little A wieder zurück auf der 11. So, also gehen wir wieder nach vorne. Gucken mal, Takbam mit einer Dreiviertelsekunde vor Kickboxer. Das reicht jetzt also aktuell nicht für Windschatten. Und Kev, der hat hier nur eine Sekunde und der nimmt da immer noch Zeit runter. Der kommt da näher. Und jetzt ist er dran und im Windschatten. OBNL steht diesmal nicht so arg quer.
Wenn ich das richtig gesehen habe, so aus dem Augenwinkel. Aber trotzdem ist es nur noch eine halbe Sekunde. Dahinter Takbam, die sind auch nur noch eine halbe Sekunde auseinander. Ja, jetzt gucken wir mal. Wer kann hier als erstes vielleicht mal... Oh, Tobi NL da mit dem Wallride Grind an der Mauer lang. Das hat Zeit gekostet. Jetzt ist Kev auf jeden Fall da. Und geht nach außen. Versucht über außen. Ist jetzt auch vorbei. Tobi NL muss dahinter einscheren und verliert Platz 1 an Kev. Jetzt hier in der... Ah, was wird sein? Vorvorletzten Runde. Zwei Runden sind es bestimmt noch. Mit diesem Umlauf. 2 Minuten 45. Ja, das ist auf jeden Fall diese Runde plus noch eine. So, und Takbam und Kickboxer, was passiert da? Tobi NL, wir gucken jetzt so ein bisschen halb und halb drauf. Takbam bleibt noch davor. Kickboxer war ein bisschen innen dran. Oh, jetzt geht es hier aber auch richtig los wieder. Oh, Takbam auch mit der kleinen Berührung. Kickboxer jetzt dran, der kommt natürlich mit mehr Geschwindigkeit. Aber das keine Kurve zum Überholen. Jetzt muss er aus dem Windschatten da agieren. Jetzt kriegt er so langsam den Geschwindigkeitsüberschuss. Oh, da gab's da eine Berührung. Auf jeden Fall auf einmal ganz viel Rauch. Boah, Takbam, der macht da außen nochmal zu. Jetzt muss er aber seine Linie auch halten. Und beide sind dran an Tobi NL. Oh, und hinten Subaru STI und Quaska, das wird auch nochmal eng. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir überall Fights hier. Wir gucken mal ganz schnell auf das, was... Nee, das schaffen wir gar nicht. Kickboxer? Doch, komm, das schaffen wir schnell. Wir springen einmal schnell da rein und gucken mal, was da passiert ist. Gab es, glaube ich, eine kleine... Ja, da ist die Berührung. So, und jetzt wieder rein ins Live-Bild. Tobi NL ist noch vorne. So, das reicht hier auch alles genau noch für eine Runde. Kev kann sich vorne mit 1,7 Sekunden langsam ein bisschen absetzen. Dahinter wird auch extrem hart jetzt gefightet. Ich denke, es geht wieder da in die Doppelrecht. Subaru STI konnte sich durchsetzen gegen Quaska. Waff ist immer noch auf der 8 und wir gucken wieder auf unser Dreiergespann. Das wird hier gerade noch enger. Kickboxer ist neben Takbam. Der will jetzt nach rechts rüber, aber da ist kein Platz. Takbam ist da noch. Und jetzt muss ich Kickboxer da erstmal rausziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das eng hier. So, und Takbam auch nur noch mit 2% Tank. Also das könnte jetzt auch nochmal eng werden. Nicht, dass der hier leer läuft, aber ich glaube, das wird schon passen. Ist denn schon irgendjemand durch? Mal nach hinten. Ne, Little R. Wird der jetzt abgewunken? Ja, wir sind Susi und Little R, die sind jetzt fertig und dann geht es gleich wieder nach vorne. Oh, Susi, warum gibt... Ah, die will Little R noch quasi vorbeilassen, aber Little R lässt ihr da den Platz. So, Tobi NL steht wieder quer. Takbam jetzt mit der Möglichkeit, dran vorbeizugehen. Wir gucken auch gleich kurz auf Kev. Ist da hinten noch jemand durch? Nee, wer ist denn da? Waterman fährt noch, okay. Sah gerade so aus, als wäre da jemand langsam. So, Kev biegt in die letzte Kurve ein. Das nehmen wir jetzt natürlich kurz mit. Der freut sich hier schon, hat 4,2 Sekunden Vorsprung. Und da hinten sehen wir schon das Trio kommen, das aber kein Trio mehr ist. Weil Tobi NL und Kickboxer hier nur noch unterwegs sind. Subaru STI, der hat auch nur noch 1%. Und Takbam, der wird wahrscheinlich keinen Sprit mehr haben. Quaska vor Schmidder. Und Takbam, der ist leer. Das heißt, Waff zieht jetzt noch dran vorbei, holt sich Platz 7 und Takbam, der rollt hier mit 80 km/h ins Ziel. Cool Waterman, der ist zu weit weg, also
Takbam auf der 8. Und ja, jetzt fehlt uns nur noch Cool Waterman. Der hat ja, restliche Zeit, sehen wir natürlich wieder durch mich nicht. Eine Minute noch, um drüber zu kommen. 1,5 Minuten, ja, das wird er auf jeden Fall schaffen. Und ist damit der Letzte, der hier drüber kommt. Damit haben wir Rennen Nummer 6 in der Tüte. Ich speichere direkt mal hier die Wiederholung ab. Das würde mich jetzt nämlich mal interessieren, was da in der ersten Runde alles so passiert ist. So, Kev gewinnt das Ganze vor TobiNL und Kickboxer von 8 auf 1. Siehst du mal, so sieht das aus. War natürlich auch viel los in Ups, jetzt habe ich dir irgendwas geschickt. Das, wenn du da jetzt irgendwas gekriegt hast, das wollte ich dir nicht schicken. Sorry. Eigentlich wollte ich nur einmal hier klicken. Ja. Hab da wohl daneben geklickt. Naja. Wir waren bei Kickboxer. Das ist nämlich unser Podium. Subaru STI dann auf 4, Quasker auf 5, Schmidder auf 6. Waff auf 7, Takbam auf 8. Und dann haben wir noch die Seite 2, Cool Waterman. Okay, dann habe ich hoffentlich nichts geklickt. Weiß nicht, ich hatte hier aus Versehen daneben geklickt. Naja, Little A, wie gesagt, hier heute der, ja, glaube der Pechvogel des ganzen Rennens. Das gucken wir uns jetzt aber auch nochmal eben an. Mal kurz in die Wiederholung, weil wir hatten da ja relativ viel in der Doppelrechts. Da war der Waff mit drin beteiligt, also als Leidtragender. Gucken wir mal kurz, ja, wenn das denn dann lädt. Und dann schicke ich euch gleich direkt zur Liga 1. Das könnte man jetzt eigentlich auch schon mal vorbereiten. Ui, das sieht komplett anders aus. Das ist ja höchst interessant. The Work. So, das haben wir jetzt schon mal vorbereitet. Da gucken wir dann gleich. Und Präsentationsraum. Wir gucken jetzt einmal ganz schnell meine Objekte. Da ist die Lobby, die spielen wir ab. Und da gucken wir jetzt mal. Ein bisschen vorspielen. So, hier ist natürlich auch direkt von Anfang an Feuer drin, ne? Also es ist eng und hier will auch keiner nachgeben. So, wir sind hier beim Jan. Wo ist der Waff? Der Waff ist da vorne. Halt das Popcorn bereit. Ach, es ist so ätzend, dass man hier nicht irgendwie... Oh! Also da habe ich doch schon was gesehen. Hab nur zweimal gestoppt. Oh, krass. Du bist aber gut durchgekommen. So, also. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das eigentlich hier aus der Perspektive zu sehen sein. Ja, also außen links TobiNL. Erwischt Waff, deswegen fällt er da auch so weit zurück. Und ja. Also hier, das ist das. Und hatten wir an der Stelle noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Was ist denn da passiert? Also. Ja, TobiNL verbremst sich da, verpasst den Punkt.
Und dann geht es für ihn erstmal auf die letzte Position. Jetzt gucken wir mal hier vorne. Takbam. Mit Kev. Und dann sind ja hier Little R und Komme. Komme wohin? So, Little R und Schmidder. Oh, das war schon das Erste. Und dadurch sind sie so weit zurückgefallen, dass der Jan da jetzt auch noch dazu kommt. Aber das größere Problem war dann am Ende für Little R, glaube ich, hier eher Subaru STI. Oh, der. Ja, da lassen sie sich beide nicht genug Platz. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir sehen es jetzt hier mal aus der Sicht vom Kev von hinten. Da auch der nächste. Also Subaru STI, der muss da ja auch noch rüber. Da verengt sich ja die Strecke. So, hier vom Schmidder aus sehen wir es nochmal ganz gut. Boah, der blockt da auch den Taktbaum so ein bisschen. Eieiei, oh, Leute. Also, für nächstes Rennen noch mal ein bisschen gucken. Also, ganz, ganz viel wieder los gewesen. Ich glaube aber, damit sind wir dann auch durch. Bleiben auf Kev hier mal stehen. So, dann sehen wir ihn. Der hat nämlich am Ende das Rennen gewonnen. Und ja, jetzt würde ich euch in Liga 1 zur Afterwork Racing League schicken. Die sind jetzt nämlich gerade durch mit dem Qualifying. Und lasst einen lieben Gruß da. Und wir sehen uns dann wieder, vielleicht zur AWL. Ja, gucken wir mal. Kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Wir sehen uns auf jeden Fall. Nächstes Mal ein bisschen drauf achten, nicht so ganz so hart zu fahren in der ersten Runde. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wer Fußball guckt, jetzt viel Spaß dann auch bei Deutschland, bei dem Deutschlandspiel und morgen dann guten Start in die Woche. Bis dann, ciao! Myself walk in a strange city, trying not to keep up with the beat. As I breathe in the evening sky up from my feet, focus on a girl in front of me, trying harder to remain unseen. Though her lipstick tells a different story, flips her hair. Last attempt to call attention, and I can't help it, I'm just staring as she passes me by. Just before she's gone forever, leaves me with a glamorous stare. I start seeing things that aren't there. She can't hear me, breathe a whisper. Tell me where you're going. Looking back, I couldn't risk a heart attack. Though it wouldn't be so bad, heels locked, a siren screaming through the city streets.
her eyes arresting me. If I wanted to, I couldn't leave.